2022 zu definieren. Und dieser Brief wurde von ihrer Urgroßmutter geschrieben an die zukünftige Schwiegertochter. Alte Dame quasi die neue Frau in der Familie begrüßt, was ja, wie wir wissen, nicht wirklich Usus ist. Normalerweise gibt es erstmal einen Schwiegermutterkrieg über 15 Jahre und dann fangen beide an, sich langsam näher zu kommen oder einer beißt ins Gras. Aber da Steuerflüchtlinge, dazu gehört ihr selbstverständlich nicht. Ich habe noch nie jemanden gehört, der aus Steuerflüchtlingsgründen nach Schwanenstadt gezogen ist. Immer recht, sie haben immer recht und kommen dann.